Was erleben Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter bei ihren Einsätzen? Was beschäftigen sie auch noch im Nachhinein? Und wer hilft ihnen, wenn es jemandem mal zu viel wird? Das finden wir raus mit den zwei heutigen Gästen besonders egal. Sanitätsnotruf, wo genau ist der Notfallort? Wir zeichnen heute hier in der Wach Süd auf. Das ist der Hauptstandort von Schutz und Rettung Zürich. Und ich freue mich, an meinem Arbeitsort heute zwei sehr spannende Persönlichkeiten dürfen willkommen zu heißen. Das ist zum einen der Sandro Bellafiore, diplomierter Rettungssanitäter HF bei Schutz und Rettung. Sandro, schön, bist du da. Hoi. Danke, hoi, Sevi. Und zum anderen ist das der Stefan Keilwert, Seelsorger für Schutz und Rettung. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen, Stefan. Ja, danke für die Einladung. Und ich bin der Severin Lutz und das ist Sondersignal, der Blaulicht-Podcast. Sandro, heute wollen wir ein bisschen mehr über deine Arbeit erfahren, was auch die Einsätze je nachdem mit einem machen. Aber zuerst würde ich mich einfach mal wundern, welche Art von Einsatz findest du persönlich besonders spannend? Besonders spannend finde ich eigentlich relativ viele Einsätze. Ich bin besonders gerne also an der Langstrasse, ich bin besonders gerne im Ghetto, ich bin besonders gerne einfach dort, wo man nicht Alltag ist. Ich bin aber auch besonders gerne mal irgendwo in einer schönen Villa, in Küsnacht. Ich finde es einfach immer spannend, immer dort zu sein, wo die Leute uns eigentlich nicht erwarten. Also ein bisschen spezieller dort, wo etwas läuft auch. Das habe ich schon auch gerne. Also ich bin schon gerne auf der Strasse, wenn es so ein bisschen, also auch klar, in der Wohnung kann es auch spannend werden, aber auf der Strasse bin ich eigentlich schon sehr gerne, ja. Ihr erlebt ja eigentlich so die ganze Palette an Einsätzen. Es gibt solche, die ein bisschen alltäglicher sind, ein bisschen weniger intensiv. Und auf der anderen Seite hast du dann die speziellen Einsätze, die einem durchaus auch mal beschäftigen, vielleicht sogar ein bisschen belasten. Hast du schon mal einen Einsatz gehabt, der dich an Ort und Stelle emotional mega mitgenommen hat? An Ort und Stelle, ja, definitiv. Also wir haben viele Einsätze, die uns überhaupt nicht belastet und viele Einsätze, die gerade sofort einfahren. Wir haben dort einen Einsatz gehabt, einfach in einem Altersheim, ganz normal. Es war gemeldet, gewesen, Bewusstlosigkeit. Wo wir eingefahren sind, habe ich dann gemerkt, das ist so ein Zimmer, wo ein Mann und eine Frau, die seit gefühlt 100 Jahren verheiratet sind, haben dort zusammen ein Zimmer gehabt im Altersheim. Das hat mich schon mal sehr, das habe ich so noch nie gesehen und habe es eigentlich relativ schön gefunden. Wo wir aber gemerkt haben, dem Mann geht es gar nicht gut. Der ist jetzt sozusagen, also man hat gesehen, der hat eine intensive Hirnblutung und der ist jetzt eigentlich in seinen letzten Atemzügen und den nehmen wir jetzt mit. Es hat alles relativ schnell trotzdem müssen gehen und dann ist noch schlussendlich dann seine Frau im Rollstuhl dann angerollt und hat eigentlich realisiert, was überhaupt abgeht. Und dann in dem Moment, wo sie seine Hand nimmt und dann ihn streichelt und eigentlich wirklich verzweifelt rief, komm bitte zurück, komm, lass mich nicht allein, ich bin das ganze Leben mit dir da gewesen, ich kann jetzt nicht alleine da zurück sein. In dem Moment hat es mir auch völlig genommen. Dort ist mir völlig klar geworden, in welcher Situation ich eigentlich stecke, dass ich da in einem riesen Ding bin und das ist jetzt der Moment, wo ihr Leben, sagen wir jetzt 60 Jahre geheiratet, das ist jetzt da ihr Ende und ich bin jetzt da ein Teil davon und das will ich eigentlich gar nicht sein und ich habe mich viel zu fest in das rein, gefühlt sozusagen und dann hat es mich auch genommen und habe schnell raus müssen. Also das hat mich schon, ja, das sind die Momente, wo ich dann gar nicht damit gerechnet hätte eigentlich. Meinst du, die Frau hat das aber zu dem Zeitpunkt realisiert oder hast du wie gewusst, hey, das ist wahrscheinlich das letzte Mal, wo ihr euch seht, aber hast du es noch nicht übers Herz gebracht, um zu sagen? Also mir war klar, sie werden sich das letzte Mal sehen. Sie ist, glaube ich, ich weiß es nicht, ich kann nicht für sie reden. Für sie ist es ohne der dringende Wunsch, dass er zurückkommt und dass jetzt das nicht das Ende ist, ist, glaube ich, ihr so präsent gewesen und so intensiv, dass sie wahrscheinlich gar nicht daran gedacht hat, das ist jetzt fertig. Oder sie hat es genau geschnallt, dass es fertig ist. Du hast gesagt, du hast dich schnell rausgenommen, also bist einfach kurz weggegangen. Zu deinem Eigenschutz? Hey, auch und die Situation, ja, wirklich, zu mir selber. Ich kann nicht wollen, dort der hörende Rettungssanitäter sein. Es sind mir einfach Tränen in die Augen gestoßen und ich habe mich einfach schnell aus dieser Situation rausnehmen. Sie kann sich richtig schön verabschieden von ihm. Da braucht es nicht noch einen im Hintergrund, der auch noch Tränendrüsen verdrückt. Und ja, ich habe mich einfach auch wohler gefühlt, um schnell aus der Situation rauszugehen. Meine Kollegin hat übernommen. Die hat das super gemacht. Die hat mich da recht können stützen, obwohl ich dort hätte an der Front sein müssen. Ja, wahrscheinlich eher zu meinem Eigenschutz, glaube ich. Ja. Und die Freiheit hast du ja auch. Es ist ja auch menschlich, oder? Du hast nicht eine komplette Wand, auch wenn du in der Uniform bist. Das kann einem einfach mal mitnehmen. Das ist schon mega schön zu sehen. Absolut. Und es soll es ja auch. Klar, nicht in jeder Situation. Wir müssen eigentlich schon eher die sein, die Sicherheit übermitteln können. Aber gerade in so einem Fall war es einfach eine pure Emotionssituation gewesen. Und nicht, dass wir jetzt müssen wir liefern, sondern wir sind ja wirklich dran gewesen. Und dort hat es einfach Zeit haben, dass wir einfach noch schnell können
nur schon für die Frau, die 2-3 Minuten einfach innehalten und ich mich in dem Moment wieder sammeln und dann wieder Vollgas geben. Absolut. Ja. Um die Professionalität noch wahr und den Leuten eben die Sicherheit zu geben. Genau. Jawohl. Jetzt ist es ja so, wenn bei Schutz und Rettung Zürich jemand wirklich mal auf Hilfe angewiesen ist, sei das aufgrund von einem Einsatz oder auch sonst, vielleicht wegen privaten Problemen, dann ist die Unterstützung da und da trägst du sehr einen grossen Teil dazu bei, Stefan. Du bist von der reformierten Kirche angestellt und auch im Auftrag von Schutz und Rettung als Seelsorger tätig. Was kann man sich darunter vorstellen? Was heisst das konkret? Also eigentlich genau das, was wir machen, die Einsatzkräfte unterstützen nach belastenden Ereignissen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir ja, ganz unterschiedlich auf die einzelnen Einsatzkräfte zugehen. Eben, wir sind jetzt, ich bin zwar angestellt von der reformierten Kirche, aber es ist jetzt nicht irgendwie konfessionell oder irgendwie religiös bezogen, sondern es ist wirklich so das Bedürfnis, wo die einzelnen Leute haben, ob das privat ist, du hast schon gesagt, also es können auch private Ereignisse sein, die einen belasten, weil letztlich haben wir immer, ja, wir haben wie ein Gefäß, sage ich dann. Und das Private spielt ins Berufliche rein, mhm, und das Berufliche spielt ins Private rein. Und da würden wir auch eine Plattform geben, so als neutrale Person, wo ein Stück weit auch hilft, gewisse Sachen einmal eine Auslegeordnung zu machen von dem, wo man vielleicht auch mal ganz bewusst mit jemandem externen möchte reden. Darum bin ich auch nicht von SAZ angestellt, ganz bewusst, sondern von außen, dass die Unabhängigkeit auch gewahrt ist. Du unterstehst ja auch die Schweigepflicht. Also, genau, wenn man zu dir kommt, dann bleibt das sicher auch bei dir. Das ist so, ja. Hilfst du jetzt einfach den Leuten, die an der Front tätig sind, oder bist du eigentlich für alle Mitarbeitenden letztendlich da? Genau. Also, es heisst immer so, Seelsorge für Rettungskräfte, das ist die offizielle. Mhm. Und ich sehe mich eigentlich Seelsorge für Schutz und Rettung. Weil ich sage, das Leben findet auf allen Ebenen statt. Oder? Natürlich im Rettungsdienst oder auch Berufsführer oder bei den ausdruckenden Leuten, die einen super Job machen. Aber es gibt auch in der Logistik, es gibt in der Personalabteilung, IT, überall. Das Leben findet überall statt. Und darum, ich sehe mich als Ansprechperson für alle. Und mit was für Anliegen? Ich weiss, du darfst eben nicht zu viel erzählen, nicht zu tief ins Detail. Mhm. Aber wenn das für Anliegen, wenn man das so allgemein sagen, kommen die Leute so auf dich zu? Ja, es ist wirklich ganz unterschiedlich. Wie gesagt, es können private Sachen sein, die mit reinspielen, wo plötzlich merkt, hey, da gibt es gewisse Sachen, die ich muss thematisieren, weil es einfach so nicht weitergeht. Das kann vom Privaten her sein oder vom Beruflichen. Es ist wirklich ganz unterschiedlich. Manchmal stellt sich auch heraus, dass vordergründig vielleicht zuerst irgendwie meint, es geht um etwas Berufliches, aber letztlich merkt man, es sind auch private Sachen, die mit reinspielen. Mhm. Und letztlich ist immer so ein Gesamtpaket. Und ich probiere einfach immer offen, dort zu begegnen und zu schauen, hey, wir machen irgendeine Auslegeordnung, dort, wo der Wunsch ist. Weil es ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach weiss, was Sache ist. Ja. Aber ich merke immer, und das hilft mir auch persönlich, wenn man über etwas redet und man so ein bisschen eine Auslegeordnung macht, so ein bisschen wie auf dem Tisch, die verschiedenen Puzzleteile ausleiht, dass das auch immer wieder so eine Klarheit gibt fürs Gegenüber. Was ist eigentlich der nächste Schritt? Dass die Lösung ja schon fast dann eigentlich von dieser Person auskommt, wenn man einfach nur darüber redet. Genau, es geht ja nicht um mich, oder? Ja. Also es geht nicht um mich oder die guten Tipps, sondern es geht eigentlich, dass viele eigentlich schon etwas wissen. Und so geht es mir auch, wenn ich mit jemandem rede. Mhm. Plötzlich merke ich, hey, das könnte ja der nächste Schritt sein. Ich probiere mal und schaue, was da passiert. Wenn wir den Bogen nochmal zurückmachen zu diesen Einsätzen, Sandro, wie kann ich mir die Situation vorstellen, wenn du einen Einsatz hast, mit einer Kollegin oder einem Kollegen zusammen, dann bist du auf der Rückfahrt in die Wache. Was spielt sich dort ab in diesem Rettungswagen rein? Hey, ganz viel. Also es kann sein, dass das Thema sofort gewechselt wird von «Hey, jetzt haben wir Hunger, jetzt gehen wir essen» und dann ist das passé. Es ist bis zu, dass du darauf angesprochen wirst, «Hey, hätte ich das jetzt mitgenommen?» Oder meistens weißt du eigentlich ganz genau, wenn du deinen Kollegen anschaust, es wird einfach mal schnell etwas gesagt, so, das war jetzt noch krass gewesen, oder, das hat mich jetzt genervt, oder, das habe ich jetzt lustig gefunden. Eigentlich ist es relativ schnell so abgehakt in den nächsten 2-3 Sätzen. Und dann ist eigentlich entweder wieder der nächste Einsatz am Anlaufen oder das Thema ist wieder gewechselt. Bei mir läuft relativ schnell wieder gute Musik im Auto und dann ist man wieder ein bisschen in einer anderen Stimmung. Es wird selten intensiv darüber geredet, was jetzt passiert. Du hast ja deine 15 Einsätze pro Tag und über jeden redest du jetzt eigentlich wirklich nicht. Also so. Zum Beispiel die Musik, machst du das einfach, um wieder auf andere Gedanken zu kommen und dann wieder fokussiert sein für den nächsten Einsatz? Ja, finde ich. Also ich höre einfach extrem gerne Musik, vor allem im Autofahren.
es lenkt mich ab, es macht mich glücklich, es ist mein Tagesablauf, ich sitze 12 Stunden fast in dem Auto pro Tag oder halt auf der Wache und dann ich liebe es, wenn meine Buddies mit mir ein bisschen Vintage-Radio hören und ein bisschen abgehen, ja. Ja, und ich glaube, das ist es ja eigentlich genau, oder? Es gibt ja nicht das Rezept, das sagt, das macht jetzt dem gut oder das hilft zum Verarbeiten, sondern ich glaube, wir haben so viele Möglichkeiten, und das zu merken, und das ist auch mein Anliegen, so ein bisschen, dass die Einzelne herausfindet, was tut mir eigentlich gut. Und das Absolut. Ist das Ziel, eigentlich zu merken, hey, das gibt mir wieder Schub. Und das ist nicht immer hochexistenziell. Absolut. Und ich muss schon sagen, unsere Leute sind, also ich empfinde das bei uns extrem, du hast so ein Gespür füreinander und du kennst dich auch und du weißt genau, hey, ich glaube, der braucht jetzt einen Kaffee irgendwo, oder jetzt gehen wir mal ein Glas holen, oder dem geben wir jetzt ein gutes Lied, gewisse ja. mit Bluetooth verbinden, weißt, mit dem, und wissen genau, welches Lied das ich will. Und dann, also das ist schon extrem. Also was so ein Team ausmacht bei der Verarbeitung von so Situationen, ist unglaublich. Du brauchst eigentlich selten, bist gar nie wirklich eine Eskalation, weil du hast dein Team und dein Team ist für dich eigentlich wirklich, wirklich extrem wertvoll. Und manchmal muss es gar nicht so viel sein, wo man miteinander bespricht. Hauptsächlich ist jemand da, wo man es dann eben kann ansprechen, wenn es notwendig ist. Oder ja, es ist in 2-3 Sätzen abgehandelt. Von dem her ist es ja dann auch gut, wenn es so aufgeht. Ja, wir haben manchmal auch immer das Gefühl, es ist, weiss ich was, muss man jetzt da machen, oder? Also, um das geht es eigentlich gar nicht, sondern es kann ganz niederschwellig sein, es kann ein Kaffee sein, schnell miteinander hinsitzen, einen Kaffee nehmen oder eben Musik hören oder schnell, wenn man zurückfährt vom USZ, schnell schnell durchschnaufen. Und das ist okay. Oder wir stellen uns immer, weiss ich was manchmal vor, was ist Verarbeitung, was hilft. Das kann etwas ganz Alltägliches sein. Absolut. Und das ist auch etwas, was man in der HFRB, oder in der Höheren Fachschule für Rettungsberuf, da tue ich auch noch Studis ausbilden im Umgang mit Belastungen. Und da sagen wir eigentlich auch genau das, hey, was sind deine Ressourcen? Das musst du wissen. Und mit denen, und die müssen es kennen, und die müssen es bei mir auch aufschreiben. Weil nur das, was man aufschreibt, ist man sich dann auch bewusst. Und dann auch können richtig einsetzen. Genau. Trotz allem gibt es ja aber so Einsätze, die halt leider wirklich auch belastend können sein und wo dann ja vielleicht das Gespräch mit den Kolleginnen und den Kollegen nicht mehr langt, um das zu verarbeiten. Hast du schon mal so etwas gehabt, Sandra? An dieser Stelle noch schnell ein Hinweis, wenn jemand von euch psychische Probleme sollte haben, belastende Situationen erlebt hat, dann redet über das, getraut euch. Es gibt verschiedene Hilfeangebote, zum Beispiel Telefonnummer 143. Macht das. Ja, und wirklich auch in der Ausbildung, wo ich nachher wirklich mit dem Seelsorger, der damals bei uns in der Ausbildung kam, auch mal noch genauer haben besprechen müssen, weil das ist dort um einen Suizid gegangen, es war eine erhängte Person in einem Hotelzimmer gewesen. Und ich habe das gewusst und ich habe das schon nicht so lässig gefunden. Und einfach in dem Moment, bevor ich in das Zimmer rein bin, in der Ausbildung, habe ich die Türfalle nicht aufgebracht. Es hat sich wie mein ganzer Körper in die einzelne Faser hat sich dagegen gesträubt und ich habe irgendwie einfach nicht wählen dort rein und das Ganze so gesehen und mein Kollege hat dann übernommen und es ist alles halb so schlimm gewesen. Was dann wirklich einfach der Fall war, ist, hey, nein, jetzt bist du Rettungssanitäter in ein paar Monaten, Wochen, du musst das können, du musst jede Herausforderung musst du können, ohne Zögern meistern und. Und dort habe ich wie einfach ein bisschen merken, also ich einfach dort, wo dann der Seelsorger in der Schule war, das angesprochen, also hey, es belastet mich, dass ich gewisse Sachen wahrscheinlich nicht ausführen kann als Rettungssanitäter, dass ich auch dort meine Menschlichkeit habe und hey, der Endeffekt ist einfach genauso, du bist einfach Mensch. Und klar, die Anforderung, die man als 144 hat, ist enorm. Und somit auch der Druck. Und somit denkst du auch, kann ich diesen Qualifikationen eigentlich standhalten? Und das ist das, was mich mehrheitlich belastet hat. Nicht der Suizid selber, sondern wie ich mit dem nicht umgehen konnte und dass ich nicht handlungsfähig war. Mit der Zeit muss ich einfach sagen, hey, jetzt würde es gehen, jetzt habe ich schon so viel anders erlebt und es ist einfach ein kontinuierlicher Prozess. Du kannst ja nicht von Anfang an so gut dastehen und alles können meistern. Aber der Fakt, dass ich dort so gelähmt war, hat mich unglaublich mitgenommen. Hättest du das gedacht vorher, dass das kann passieren? Nein. Ich habe gewusst, dass es gewisse Sachen wird geben, die ich nicht lässig finde. Ich habe immer das Gefühl gehabt, so apportierte Gleitmassen und so, bevor ich die Ausbildung gekommen bin, das wird mein Negativ sein, wo ich nicht kann. Dabei ist das Peanuts für mich. Das schaue ich. Also Peanuts schon nicht, gell? Es ist einfach. Mit dem kann ich sehr gut umgehen. Es sind jetzt plötzlich die zwischenmenschlichen Sachen oder eben die Handlungsunfähigkeit, die mich eher belastet haben nachher. Wann ist denn da bei diesem Einsatz die Blockade eingetreten? Hast du auf der Anfahrt gemerkt, oh, das ist glaube ich, etwas, was mir nicht gut tun könnte? Oder bist du dort hergekommen und dann von einer Sekunde auf die andere hat das angefangen?
Ich glaube, es hat wirklich schon auf der Anfahrt angefangen, weil ich schaue auch nicht gerne Horrorfilme, also weißt du, und dann wenn ich natürlich gedacht, hey, was kommt jetzt nachher und werden die dort, also ja, wie werden das aussehen bildlich und im Prinzip ist es ja nicht Grusiges. Es ist einfach der Fakt von dem, ja. Geschichte dahinter auch, Geschichte dahinter und wie wird es sein und ich glaube, es ist schon auch eine kleine Einsteigerung, so, oh nein, werde ich das schaffen, ich glaube nicht und dann bist du dort und dann bist du blockiert. Du hast gesagt, du hast noch mit einem Seelsorger geredet. Was hat er dir noch mit auf den Weg gegeben? Er hat mir im Fall etwas Ähnliches, also ich weiß es nicht mehr 100% genau, was er mir gesagt hat. Er hat mir von verschiedenen Stufen erzählt, von Wahrnehmung und dass man das wie in die bewusste Wahrnehmung aufholen, dass es einfach ist, so wie es ist. Und ich habe, glaube viel zu viel Fantasie im Hintergrund dabei gehabt. Und ich habe viel zu viel unklärte Sachen gehabt. Es ist nicht das, was er vorne gesagt hat. Mit dem, was du hast, einfach schaffen. Und das hat mir extrem gut getan, einfach zum Verstehen. Dass es vor allem auch darf, so eine Situation geben, dass ich blockiert bin. Und dass es nicht heisst, dass ich jetzt lebenlang blockiert sein muss, wenn ich jetzt wieder so eine Einsatzmeldung antreffen würde. Es ist ja gleichzeitig auch immer eine Ressource, oder, die du hast. Du machst eine Erfahrung, aber da ist auch wieder viel Positives. Und du weißt, hey, ich kann mit dieser Situation gut umgehen können. Eine nächste Herausforderung weiss ich auch, ich kann mit dem wieder umgehen. Oder? Und das sind manchmal das so ein bisschen. Vielleicht so erste Erfahrungen, wo man macht, hey, was passiert da mit mir, oder? Ich kenne das nicht so, aber das ist gar nicht, also es ist nicht so toll, oder? Aber es ist nicht Schlimmes, weil es kann immer etwas passieren. Aber es ist ja nicht irgendeine psychische Erkrankung oder sonst etwas, sondern es ist eine Belastungsreaktion. Und das ist eigentlich völlig etwas Normales, wenn du sagst, als Mensch haben wir so Reaktionen. Aber die meisten kommen eigentlich super gut wieder aus dem raus, darüber reden. Ich glaube, das ist A und das O, oder? Wo du auch sagst, Musik hören, mit Kollegen darüber reden, einen Kaffee trinken. Das sind so ganz einfache Sachen, wo man weitergeht und plötzlich merke ich, funktioniert ja gut. Und das macht man dann stärker. Man lernt aus dieser Situation, beim nächsten Mal hast du vielleicht für dich so ein Hilfsmittel, das dann eben kannst einsetzen kannst. Genau. Wie schwierig wird es dort, wenn man es verdrängt? Das merke ich immer wieder. Also dort, wo man es probiert, unter Verschluss zu behalten, dort, wo man vielleicht so das Gefühl hat, oh, meine Kollegen, das ist kein Problem, man probiert das so ein bisschen für sich zu behalten. Und dort wird es schwierig, weil dort brodelt es, oder? Aber dort, wo man sich bewusst ist, dass so eine Situation kann kommen. Und das ist nicht einfach schlimm gleich Reaktion, sondern es kann auch völlig eine Alltagssituation geben, wo du darauf reagierst, weil es kann auch sein, dass du private Sachen mitbringst, du bist nicht so, ja, es gibt normale Sachen, wo man nicht so belastbar ist im Alltag. Andere Situationen ist man wieder anders drauf, ich sage immer Knautschzone, oder? Eine andere hat. Und das eigentlich, eigentlich das wie eine Ressource ist. Was meinst du mit Knautschzone, Baustelle? Nein, so Knautschzone, ich sage immer, manchmal, wenn es jetzt schwierig ist, privat ist, beruflich schwierig ist, dann haben wir so ein bisschen weniger Knautschzone oder so eine Sicherheitszone. Und wenn wir natürlich entspannt sind, es läuft beruflich gut, es läuft privat gut, dann haben wir da ganz viele Möglichkeiten, wo es so ein bisschen einiges verdreht, um mit Schwierigkeiten umzugehen. Wie fängst du jetzt so ein Gespräch an, gerade wenn jetzt der Sandro hier auf dich zukommen wäre und gesagt, hey, ich hatte ein Erlebnis, das mich auch jetzt noch beschäftigt. Ich merke, es belastet mich auch. Hockst du einfach mal an den runden Tisch und sagst, erzähl mal. Und genau. Wie fängst du das an? Genau. Also das Wichtige ist ja mal können erzählen, einmal auch alles können, so ein bisschen rauslassen, was ist es eigentlich. Und dann ein Stück weit auch ist mir wichtig, das zu normalisieren. Hey, das ist doch normal. Oder? Weil es ist so wie die Angst, ich reagiere nicht normal. Und in so Ausnahmesituationen, ob jetzt das auch Menschen sind, also Zivilpersonen, die schwierige Sachen erleben oder nicht, sage ich, schau, das ist nicht eine Alltagssituation, die du erlebt hast, aber wie du reagierst, also die Situation ist vielleicht nicht normal, aber du reagierst doch normal auf eine Situation, die nicht normal ist. Und da merke ich, das sind so Schlüsselmomente, zu merken, boah, hey, ich bin eigentlich völlig normal. Ja. Ja? Hast du irgendwann so den einleuchtende Moment gehabt, es ist eben jetzt genau so, wie das der Stefan beschrieben hat. Wie lange hast du mit dem noch zu kämpfen gehabt nachher? Eigentlich nicht lang. Also es ist dort, vor allem war es nicht ein bisschen so lang, bis ich nachher die Ausbildung gehabt habe, bis ich diplomiert war und dann die 1-2 Einsätze wieder gehabt habe. Es war aber dann nie mehr präsent in meinem Kopf. Es war einfach eher so, hey, mit dem habe ich mal Mühe gehabt. Und es ist eigentlich noch interessant, dass es jetzt eigentlich wirklich weg ist.
Das ist eigentlich ein normaler Verlauf in der Regel, dass man es dann dort einordnet in Biografie, in die Einsatzverläufe. Und wir haben ganz viele Mechanismen drin, die helfen, auch mit so Situationen umzugehen. Also darum sage ich immer, hey, keine Angst haben, wenn man so etwas erlebt, sondern in der Regel geht es dann wieder in die Richtung. Vielleicht nicht gerade heute auf morgen, vielleicht gibt es mal eine Nacht, wo man nicht so gut schläft. Aber eigentlich ist genau das, was du erlebt hast, ist eigentlich typisch. Und auch, dass es halt einfach, ich gehe gleich noch nicht gerne an so Einsätze an. Also das ist einfach so. Ja. Ich habe jetzt viel lieber, wie gesagt, mein Milieu in der Langstrasse, wo ich mir wirklich, da finde ich super. Aber wenn ich wieder genau so eine solche Suizid gehe, mein Kopf sagt schon, das findest du nicht lässig. Ja. Die Verarbeitung darum ist einfach eine total andere Welt jetzt. Und ich glaube, es ist sehr, auch das können positiv können nutzen und in Anspruch können nehmen. Und weil SRZ sehr viel daran liegt, auch die Leute zu unterstützen und nicht nur sagen, ja, das ist jetzt privat oder das ist beruflich, sondern sie einfach ganzheitlich können unterstützen. Und das ist schon ich denke, ein riesen Vorrecht, wo auch SRZ so kann den Mitarbeitenden anbieten. Privat und beruflich, du hast gerade gesagt, Sandro, wie gut trennst du Beruf und Privatleben? Ich trenne es so gut, wie man es kann. Berufsleben und privat ist einfach mein ganzes Leben. Ich stecke in dem Leben. Und ich bin da eigentlich relativ... Ich nehme Sachen heim. Ich sage nicht, ich lasse Sachen beim Job, wie es immer heisst, lass es dort und so. Du nimmst es automatisch heim. Jeder, der irgendwo immer einen Job schafft, mit Menschen oder was immer, nimmt Sachen heim. Die Frage ist dann, wie es die Heime weitergeht. Und ich habe schon eine Familie und extrem gute Freunde, die sich sehr, sehr, sehr viel von mir anhören. Und ich weiss, dort kann ich extrem viel abladen. Und das ist eigentlich schon das Ganze. Ich glaube, bis es dann einmal so weit kommt, dass ich jetzt persönlich eine Institution aufsuchen würde, weil es privat nicht geht, dann hätte es bei mir recht viele andere Eskalationsstufen. Es kann sein, ich weiß nicht, wie das andere machen. Bei mir ist es wirklich, ich habe mein Umfeld, ich habe die besten Freunde, ich habe die beste Familie. Das kannst du so gut abladen dort. Und das heisst nicht, dass ich 24/7 über das rede, sondern einfach wieder mal etwas oder wieder mal schnell etwas erzählen und die sind so gute Zuhörer. Ich glaube, wenn es dann einfach nicht mehr geht oder wenn das jemand nicht hat, dann ist die Möglichkeit von einer Seelsorge ist das A und das O. Einfach nur schon, dass man weiss, dass man das hat. Da muss ich vielleicht nochmal schnell nachhaken. Also das heisst, nach einem anstrengenden Arbeitsalltag erzählst du der Familie und den Kollegen dann nochmal effektiv, was du erlebt hast an diesem Tag? Nein, das ist so nicht so gemeint. Ich erzähle meinen Kollegen, was ich erlebt habe, was mit mir passiert ist, was ich für Schwierigkeiten hatte am Tag. Die Leute werden nie erfahren, das ist jetzt der Herr XY von sowieso gewesen. Das interessiert meine Kollegen auch überhaupt nicht. Es, meine Kollegen interessiert, was ich erlebt habe, bis mir dabei geht. Und die werden Situationen geschildert bekommen, die irgendwie schwierig waren, aber nie, was sind da für Personen oder Ortschaften dabei eigentlich involviert gewesen. Das interessiert sie auch nicht. Ich denke, du sagst es sehr richtig, oder? Also es gibt so ganz viele Möglichkeiten. Natürlich ist das nicht nur beruflich beschränkt, sondern das private Umfeld ist ganz entscheidend, wo man auch eine Vertrauensbasis hat. Und ich glaube, es ist so ein bisschen einfach zu wissen, ich habe ein gewisses Angebot an Möglichkeiten, an Ansprechpersonen privat. Vielleicht gibt es gewisse Sachen, wo man sagt, hey, jetzt muss ich einfach für mich spazieren. Einfach mal ein bisschen an den See raus oder Velo fahren oder Sport machen oder Krafttraining machen. Oder? Das sind alles so Sachen. Also, es geht ja nicht darum, alles müssen immer jetzt ins Detail müssen, auf den Tisch legen. Irgendwie noch immer. Und da muss man ein bisschen sein Umfeld haben. Und ich glaube auch, der Rettungsdienst geht wieder ein bisschen anders um wie Berufsfeuerwehr, wo halt auch sehr viel miteinander am Tisch sitzt, miteinander zu Nacht ist, miteinander auch so ganz natürlich ins Gespräch. Und ich glaube, das ist völlig normal. Wie fest hilft dir die Uniform beim Arbeiten? Beim Arbeiten hilft sie mir. Es gibt die Leute, die sagen, wenn sie sich in den Kasten hängen, dann nehmen sie auch ihre Probleme in den Kasten hängen und sich so distanzieren. Von dem, das geht bei mir sozusagen nicht. Ich bin ich, wie ich bin. Also es ist egal, welche Kleider ich anhabe. Ich habe das Gefühl, das kommt rein und das prallt nicht an meiner Uniform ab. Wichtig ist einfach, dass, wenn ich dann daheim bin, dass ich das kann sonst loslassen kann. Man muss dazu wirklich sagen, wir haben von diesen 12 Stunden, wir haben nicht 12 Stunden dramatische Situationen, wir haben nicht 12 Stunden lang seelischen Schmerz und wissen nicht, wo wir her müssen, sondern hey, nach 12 Stunden sind wir einfach einmal müde, weil wir einfach 12 Stunden auf den Beinen sind oder 12 Stunden irgendetwas Schweres, also Patienten schwer gelüftet haben. Und dann ist einfach mal heimgehen, Sound in die Ohren und einfach mal eine Stunde am Fluss entlang laufen, ist das beste Yoga, das man kann. Also ich habe kein Yoga, ich habe das noch nie gemacht oder so Zeug, wo ich runterkommen könnte. Aber für mich sind genau solche Sachen dann
unglaublich gut. Und dann helfen mir so Tricks wie Uniform in den Kasten hängen und das prallt dann dort ab. Nein, es gibt Leute, die springen auf das an. Ich habe das Gefühl, man muss ein bisschen ehrlich sein zu sich selber. Das Zeug kommt rein und das Zeug bleibt drin. Und das muss dann auch wieder dementsprechend raus. Das, ja, und ich glaube, das ist ja auch der Punkt. Oder? Das ist ja nicht einfach Rettungsdienst oder Rettungskräfte. Das ist nur belastend, sondern es gibt ganz viele tolle Situationen, ja, wo Ressourcen geben, wo motivierend sind. Darum macht man es ja auch. Und ich glaube, wir haben jetzt mehr so ein bisschen den Fokus auf was unterstützt. Aber die Ressourcen, die Batterien, die gefüllt werden, weil es ein cooler Job ist, und das ist ja eigentlich, würde ich jetzt sagen, mehrheitlich. Und das andere ist, dass man weiss, hey, was habe ich für Möglichkeiten, wo kann ich andocken. Und dann ist das eigentlich eine super Möglichkeit und einer von den tollsten Jobs. Oder? Extrem, also, es gibt keinen besseren. Ja, wirklich. Das wäre gerade noch die nächste Frage. Was hat dein Job für einen Stellenwert für dich? Mega viel. Also ich identifiziere mich jetzt nicht gross mit dem Rettungswesen, mit Blaulicht und mit diesen ganzen Organisationen. Ich kann mich wirklich mit dem Job identifizieren, dass ich mit unglaublich tollen Leuten relativ lustige, spezielle und spannende Sachen darf miteinander leben und das eigentlich sehr, wie soll ich sagen, es bleibt lang. Also ich kann viel davon zehren, ich kann so gute Erlebnisse während meiner 12-Stunden-Schichten und der Hauptteil ist schon das Team, denn du bist in einem Auto, du weißt nicht, was dich erwartet, du bist immer wieder an anderen Orten, das ist etwas, wo es hat für mich einen grossen Stellenwert, weil ich mache es wirklich gerne. Wie ist es bei dir, Stefan? Also wenn du schaffst, eben die Leute kommen vielfach auf dich zu mit Problemen, sind zum Teil vielleicht auch ein schwieriger Punkt in ihrem Leben. Wie schaffst du es, die nötige Distanz zu gewinnen, um es eben nicht zu nahe an dich herzuholen und trotzdem empathisch sein im Gespräch? Eben, es ist ja nicht alles problembehaftet. Und das ist eigentlich das Schöne an meinem Job oder an meiner Aufgabe, weil man sehr viele Leute begegnen kann, wo es einfach normale Begegnungen gibt, ohne dass es problembehaftet ist. Aber die Begegnungen schaffen dann auch wieder den Raum, wenn es dann einmal nötig ist. Ich denke, es braucht das auch jeder seinen Schritt auch bewusst wieder rausgehen. Also bei mir funktioniert es auch relativ gut, sonst hätte ich glaube das auch nicht gemacht, wenn sie mich wieder runterziehen. Ich glaube, da haben wir alle eine gewisse Resilienz, mit dem umzugehen, oder so eine Widerstandskraft. Aber so ein bisschen auch bewusst rausgehen, mir hilft auch das Pendeln im Zug, wo natürlich etwas ist, ein bisschen Abstand zu gewinnen. Oder auch mal ein bisschen Musik hören, Kopfhörer reinmachen im Zug. Also so viele kleine Sachen, wo helfen. Und ganz schnell möchte ich etwas aufnehmen. Und das kann ich vielleicht von außen so ein bisschen spiegeln, weil ich ja nicht ein Teil bin jetzt von diesen Rettungskräften. Aber unwahrscheinlich tolle Leute. Also das ist auch etwas, was ich merke im Umgang. So, ob es das Berufsführer ist, ob es sonst irgendwie bei SRZ ist, auch so eine Identifikation oder auch eine Freude, miteinander umzugehen, teamorientiert sind, einander zu unterstützen. Und ich glaube, das macht doch auch so viel aus. Nicht müssen, ich muss alles können machen, oder? Sondern hey, da ist der stark, da ist die gut und mit diesen Stärken kann man eigentlich arbeiten. Und das ist auch ganz viel Ressource und Potenzial. Absolut. Mega schön, wenn du es als außerstehende Person auch so wahrnimmst, dass halt das Miteinander da ist und dass auch der Austausch da ist. Ich glaube, das hat man jetzt auch so ein bisschen rausgehört. Wichtig ist einfach, dass man darüber redet, dass man miteinander redet und dass man dann das Problem auch so angehen kann. Wir haben jetzt auch relativ viel geredet in dieser Gesprächsrunde und kommen jetzt langsam aber sicher dann auch zum Ende. Ich danke euch beiden ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich finde es wirklich Hut ab, extrem beeindruckend, was ihr beide leistet, sei das für das medizinische Wohl von der Zürcher Bevölkerung oder auch für das psychische Wohl dann von den Mitarbeitenden. Merci euch vielmals. Sandro Bellafiore, diplomierter Rettungssanitäter HF, danke, dass du da gewesen bist. Danke vielmals. Und Stefan Keilwert, Seelsorger für Schutz und Rettung Zürich, danke auch dir vielmals. Danke vielmals. Ein grosses Dankeschön geht natürlich auch an alle treuen Hörerinnen und Hörer, die das mal wieder eingeschaltet haben bei Sondersignal. Und merci natürlich auch all denen, die heute eventuell das erste Mal reingelassen haben. Für euch als Info, neue Content gibt es immer am letzten Freitag vom Monat. Und zu hören ist das auf allen gängigen Podcast-Plattformen und zusätzlich auf YouTube noch als Video zum Anschauen. Wenn jemand Fragen hat zu der Arbeit von Sandro und von Stefan oder auch zu Schutz und Rettung im Allgemeinen, dann schreibt uns auf den Social Media Kanal von SRZ, dann werden wir euch die Fragen liebend gern beantworten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Sanitätsnotruf, wo genau ist der Notfall? Brandmeldung kommt unter Kontrolle, keine weiteren Mittel.